hier ist es jetzt ein bisschen anders als auf der Messe. Es ist überhaupt quasi überhaupt nichts los. Wir sind nämlich schräg gegenüber in einem Hotel. Dort hat sich nämlich Capcom breit gemacht und wir Journalisten dürfen hier in diesem Raum schon die Capcom-Titel anspielen. Darunter DMC, Devil May Cry, den Reboot der Serie. Vor 2 Jahren wurde das Ganze hier angekündigt und da hat man sich gefragt, ist das wirklich noch Dante? Der sieht ja total anders aus, total komisch. Ich habe jetzt hier insgesamt 3 Level anspielen können. Ein Trainingslevel quasi, der war aber schon bekannt, habe ich unter anderem auch auf der E3 2012 gespielt. Dann gibt es einen Endgegnerkampf gegen irgend so ein ekliges Riesenvieh, wo man auch mit seinen Fähigkeiten dann ausweichen muss und das Ding einfach dahin schicken muss, wo es hingehört. Und es gibt einen Gamescom-exklusiven Level, wo Dante in einer umgekehrten Stadt unterwegs ist und dort seine Fähigkeiten sich austoben darf. Und ich muss sagen, Gameplay-technisch gefällt mir das Ganze echt gut. Es gibt einen Angel-Modus und einen Demon-Modus. Der Angel-Modus ist so ein bisschen die friedliche Variante, wo man sich zu Gegenständen und Gegnern hinziehen kann. Der Demon-Modus packt dann quasi die heftigen Attacken aus, unter anderem mit der Sichel und Dantes Schwert und natürlich hat der Gute auch ein paar Pistolen. Spielt sich echt gut, muss ich sagen, und der Reboot konnte durchaus gelingen. Mal abwarten, wie das fertige Spiel aussehen wird. Hier macht das Ganze auf jeden Fall auf der Gamescom in ruhiger Atmosphäre einen guten Eindruck.